Also ein bisschen Gefahr heizt die ganze Sache doch auf. Gabumon steht wirklich im Lexikon neben Opfer. Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Janice und ich habe einen wunderbaren Gast. Wir haben alle drauf gewartet. Kostas ist mit am Start. Yeah. Ja, checkt auf jeden Fall Kostas aus. Er ist krass, er ist cool. Und wir reden über heiße Anime-Charaktere. Eigentlich würde ich jetzt sagen, so danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Aber Fun Fact, sie hat mich gar nicht eingeladen. Ich habe mich eingeladen. Ich hätte dich gerne eingeladen, aber ich habe mich nie getraut, nochmal zu fragen. Wir haben heiße Charaktere dabei. Ich glaube, du bist auch so ein kleiner Toxic Boy. Du stehst auf die ein bisschen Aggro-Dot. What? Okay, Hot Take direkt am Anfang des Videos. Let's go. Erst den ich will mal kurz an der Stelle festhalten. Ich bin der Toxic Boy, ja. Allein eine zweite Kategorie. Schon hot, aber gibt besser. Wenn wir anfangen, der erste, das ist Jotaro Kujo, Part 3 von Jojo's Bizarre Adventure. Ich weiß, du hast es nicht geschaut, aber ich habe Jojo mit reingebracht, weil da ist immer so dieses Meme, es gibt entweder die Dudes, die sehr, sehr männlich sind und Jojo gucken und sagen, es ist der männlichste Anime überhaupt, und es gibt die andere Bubble, die sagt, Jojo ist the gay shit. Da ist so viel Anspielung auf Gayness. Und deswegen habe ich es mit reingebracht, um deine neutrale, von außen betrachtete Meinung über die Optik von Jotaro zu beurteilen. Also das Ding ist, diese Vermischung gefällt mir schon mal ganz gut. Also wenn Leute sagen, das ist eigentlich der Gay-Shit, aber es auf der anderen Seite auch die ganzen Straight-Dudes gucken, eigentlich ganz cool, weil das so, weißt du, sie locken über das Marketing und dann bringen sie aber the Gay-Shit mit rein. Reicht dir die Größe oder willst du ihn noch größer sehen? Noch größer. Das passt schon. Ich würde sagen, so mittel. Also es holt mich nicht so richtig ab. Ich verstehe schon so, ich mag den Körperbau. Er sieht auf jeden Fall stabil aus. Aber ich weiß nicht, irgendwie so richtig. Also gerade wenn ich mir die ersten Bilder angucke, finde ich, sieht es ein bisschen aus wie so dieses Thaddäus-Meme, gerade das daneben. Stimmt. Oder? Okay, gehe ich komplett mit. Ich gehe bei Jorah okay, mit, okay. Also er ist ein cooler Charakter so, er ist stark und später weicht er ein bisschen auf. Aber würdest du sagen, optisch hätte er Potenzial, höher gerankt zu werden, wenn er vom Charakter anders wäre? Nee. Nee. Okay, weil, erstens, ich finde ihn zu breit. Also ich finde, der ist arg breit. Und seine Kappe geht in seinen Haaren über. Und es sieht so scheiße aus. Irgendwie. Also ich verstehe nicht, wo fängt Kappe an und wo hört Haare auf so. Nee. Und der ist bestimmt wieder so ein Anime-Charakter, der so 17 ist und dann so aussieht. Ja. Wirklich. Ja? Ich glaube, er ist 16. Sure. Ja. Realistische Abbilder der Total. Jugend. Was soll man sagen? Den, ich habe vergessen, wie er heißt, aber den habe ich für dich reingemacht. Digimon. Davis. Wie findest du ihn? Ich kenne ihn nur von früher. Ich kenne ihn nicht von den Filmen. Wir sprechen jetzt aber nur über Kizuna und den neuen Film noch, also wo die aged up sind. Also ich glaube, Tai ist da ja auch schon über 20 und ich schätze mal, er wird auch so 19, 20 sein und so. Und ich finde, er ist auf jeden Fall aus seiner Generation der, der das allercoolste Design hat und der auch den Film trägt. Ich finde leider, der zweite Digimon-Film jetzt, der war eher so, müsste man den in eine Kategorie packen, wäre es auch ja oder nee, einfach nee leider. Aber Davis carried den Film. Oh, okay. Ich finde, in den Staffeln ist er eher ultra nervig, aber jetzt in dem neuen Film ist er ganz cool. Ich finde, er ist schon frech und das holt mich ein bisschen ab. Und ich finde auch so, sein Design passt total gut dazu. Aber findest du ihn hot oder magst du ihn nur? Ich weiß nicht. Ich würde ihn toller Charakter, aber hot Fragezeichen oder schon hot, aber gibt bessere. Ich würde hier mitgehen mit toller Charakter, aber hot, weil ich finde, also ich habe die Filme nicht gesehen. Ich kenne ihn, wie gesagt, nur von früher. Aber jetzt optisch gesehen sieht er nett aus, aber nicht hot. Ja, fair. Ich glaube, Nana hast du noch nicht geschaut, auch wenn ich es dir ein paar Mal in der Sprachnachricht gesagt habe. Ja. Das ist du, Nana so, auch Osaki. Wenn ich es dir schon ein paar Mal nahegelegt habe. Ja. Ja. Und für mich ist sie eindeutig Flamme, Flamme, Flamme. Fire. Also komplett. Sie ist das Goth Girl, das jeder von uns will, sein will und mit zusammen sein will. Sie kann singen und Musik machen. Sie hat auch so ein paar Fehler, sie ist sehr realistisch und die holt mich komplett ab. Okay, ich kenne sie nicht, aber vom Look her hätte ich sie auch, glaube ich, sogar dahin geschoben, weil ich finde, sie hat so diese selbstbewusste, so Ende 20, Anfang 30 Vibe so. Also sie weiß, wer sie ist. So eine, die, glaube ich, nach außen schon ein bisschen wunderbar in Anführungszeichen wirkt, weil sie krasse Confidence hat. Aber wenn dann noch der Charakter so ist, dass sie eigentlich voll der Goofball sein kann, dann hot, hot, hot. Wie findest du Zendaya? Ich habe von Zendaya mal so ein TikTok gesehen, wo sie bei so einem Shoot war. Das war so, you can see her
turn the model mode on, weil sie so vorher die ganze Zeit so mit den Leuten gelacht hat und hat wohl jemand Action gesagt und auf einmal hat sie einfach so dieses krasse Performer-Face und das sah so sick aus und ich finde, sie hat eh so eine, sie hat einfach eine Ausstrahlung, sie hat so eine Aura einfach und ja, ich finde so, sie sieht auch so eine aus, die einfach auf dem Laufsteg gehen könnte, Nana. Ja. Weil sie einfach auch fashionable aussieht von diesem mini kleinen Bild, was ich da sehen kann. Bei Zendaya finde ich, ich finde sie in Spider-Man langweilig. Ich finde sie aber in... Ja, okay, aber das ist ja auch MJ. Aber ich finde sie in Dune und in Euphoria, die hat so geil gespielt in Euphoria, also total abgefuckter Charakter, aber so krass. Und sie mit Hunter Schäfer zusammen. Ja. Ich mag das voll gerne, wenn außen so richtig hart und vielleicht auch ein bisschen... abfällig, aber eigentlich toll. Hm. Und ich bin toxic, ja? Ich bin der toxic Boy, klar. Apropos abfällig, Darby, wie findest du Mr. Fire? Spoiler Alert für die Leute, die noch nicht die 6. Staffel von My Hero geguckt haben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann vielleicht jetzt skip für eine Minute. Ich finde auf jeden Fall, von den Brüdern ist er schon der hotteste. Spricht mich mehr an als Shoto. Aber er ist halt auch fucking toxic, ne? Look-wise würde ich sagen, schon hot, aber gibt bessere. Er holt mich jetzt nicht des Todes ab. Es gibt welche, die ich noch hotter finde. Aber so von optisch im Vergleich zu seinen Brüdern wäre er auf jeden Fall der on top bei mir. Ich finde auch, allein durch die Haare und so, und ich mag halt auch dieses, dass er halt so zusammengeflickt ist, irgendwie finde ich das cool. Mm. Ich finde halt seinen Charakter, also ich würde ihn entweder in schon hot, aber gebessere, oder in Yor. Ich finde halt schon optisch, er ist halt dieser Emo-Boy. Weißt du, das hat er schon. Würdest du was mit ihm anfangen, wenn er jetzt vor dir stünde? Ja, so ein bisschen Gefahr heizt die ganze Sache doch auf. Dann passt er da doch gut rein. Er wird auch noch gesprochen von Ricardo Richter. Wenn Charaktere Stimmen haben, die ich liebe, immer Pluspunkt. Ich so, los Ricardo, sag versaute Sachen zu mir. Ich bin sag Sachen zu mir. Okay. Ich bring dich um. Oh, bedroh ja, weiter. Mich. Verbrenn mich. Ich habe hier Bulma mit reingebracht, weil wir beide sind ja Dragon Ball Fans. Und mich würde interessieren, was du zu Bulma sagst. Wait a minute. Nein, fang du mal an, weil jetzt gebe ich dir mal vor und du musst nur sagen, ja oder nein, jetzt machen wir, überzeug mich. Ich finde, Bulma ist hot. Weil, erstens, sie hat voll die krasse Charakterentwicklung. Ich finde, am Anfang war sie aber auch passend zu ihrem Charakter, weil sie war 14, 15, 16. Sie war einfach nur auf Jungs fixiert und ist ein bisschen zu zickig dargestellt. Da fand ich sie immer. Aber später, die wird so wichtig für die Story. Die ist super intelligent, was ich schon extrem hot finde, weil die kann ja eine Zeitmaschine bauen. Voll. Also, come on. Was ein bisschen abschwächt, ist ihr unglaublich schlechter Männergeschmack. Das nervt mich an Bulma tatsächlich. Aber eigentlich fände ich sie cool. Ich würde sie in schon hot, aber gebessere packen. Du bist so, girl, you can do better than that. Ja, ja. Mir gefällt auch, dass sie so ein richtig wichtiger Charakter wird und auch bei allem dabei ist. Ich finde sie ein bisschen anstrengend. No? Kommt drauf an. Dein offendeter Blick. Ich finde, es kommt drauf an, wann. Aber ich finde, look-wise gefällt sie mir voll. Ich finde, ihr Charakterdesign ist richtig cool und sie ist ja auch eine, die im Laufe der ganzen Staffeln 800.000 Frisuren hat. Das finde ich ganz geil, das gefällt mir schon. Also sieht auch fashionable aus. Schon hot, aber gibt bessere. Ja, geh ich mit. Ashitaka. Wie findest du ihn? Ihn finde ich schon hot. Mhm. Er hat alles. Alles. Er sieht gut aus. Ja, er hat so einen tollen Charakter. Ja. Er ist stark. Er mag die Natur. Also, weißt du, er ist auch verständnisvoll. Er geht auf ihre Bedürfnisse ein. Aber er versucht zu vermitteln. Also, er hat alles, finde ich. So ein Typ, der ein Tier als Freund hat, das so auf dieser Vertrauensbasis mit ihm ist, Green Flag. Und ich finde irgendwie diese Stelle so hot, als er in dem Dorf kämpft, Sunny bei der Schulter hat oder diese Frau ihm in den Rücken schießt und er einfach gar nicht zuckt. Ja. Da war ich so, okay, Bro. Ja, also, okay, hot, hot, hot gehe ich mit. Er kann ganz nach oben. Okay, wollen wir weitermachen mit Joey Wheeler? Ja. Oh, du sagst, ja. Was? Also Joey Wheeler war voll der Kindheitscrush von mir. Wirklich? Ich war so verknallt in Joey. Ich hatte auch sein Deck. Ja, er ist so ein bisschen ein Trottel. Also ich finde ihn schon hot. Es gibt zwar bessere, aber der ist schon hot. Das Ding ist, ich finde irgendwie bei Yu-Gi-Oh! Ist eigentlich so keiner richtig hot, finde ich. Weil alle Designs, außer Mai. Ich finde, Mai sieht richtig sick aus. Ich finde, Mai ist hot. Von den Boys, alle sehen irgendwie ein bisschen off aus. Also keiner, die Haare, what the hell. Er ist ein guter, bester Freund auf jeden Fall. Ich glaube, es reicht bei mir nicht für Trottel-Charme. Weil das gibt schon auch. Ja, ich würde sagen, toller Charakter, aber hot. Ich habe hier auch von Digimon Matt. Matt. Also von seiner Hotness? Wäre er bei mir, nee, einfach nee. Was? Früher fand ich den so einen coolen Charakter. Der war immer für seinen Bruder da. Er hat das
beste Digimon. Garurumon? Aber Gabumon? Ja, aber... Gabumon steht wirklich im Lexikon neben Opfer. Ich finde Gabumon so nervig. Was? Also, es gibt doch diese Folge, wo irgendein anderes Digimon ihm so sein Fell so ein bisschen nehmen will. Und er ist so, und der blusht dauernd und ist immer so, nett. Und oh, ich finde es ganz schrecklich. Aber Garurumon, er ist ein großer Hund. Garurumon ist sick. Was wäre denn deine, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte, Einordnung gewesen? Schon hot, aber hot, gibt hot, bessere. Also hot, hot, hot nicht. Da kommt er nicht ran. Aber ich finde ihn schon okay, hot. Okay. Aber vielleicht ich übertrage weiß, ich auch viel von Garurumon, weil ich finde Garurumon so cool. Mm. Ich finde wirklich Garurumon bestes Digimon. Ja, hättest du Garurumon reingenommen, hätten wir eine ganz neue Tür noch aufgemacht. Dann hätten wir Garurumon noch ganz andere Leute hot, abgeholt. Hot, hot. Können wir uns auf Yor aber ganz vorne einigen? Ja, okay, du kommst mir aber schon krass entgegen. Aber ja, fair. Ja, es muss ja ein Geben und Nehmen sein. Hauptsache Nana bleibt ganz vorne. Das ist das Wichtigste. Wir haben C18. Das ist ja der Schwarm gefühlt von allen. Ja, zu Recht. Ich habe sie als Kind nie wahrgenommen. Die war mir immer so egal. Ich war ja in Son Gohan verknallt, als Erwachsener. Egal. Ich kann jetzt im Nachhinein sie sehr appreciaten. Ich finde, die ist hot, hot, hot. Die ist optisch cool. Sie hat auch dieses, dass sie nach außen hin abgefuckt ist, aber später ist sie halt eine Liebe. Sie ist super stark. Ich liebe das, dass sie halt die meisten Dudes da drin fertig machen könnte. Aber auch später, dass es ihr egal ist. So. Also sie muss ja nicht mehr kämpfen. Ja. Ich finde... Ja. C18, hot, hot, hot. Ja, agreed. Lookwise. Draken. Ich finde Draken schon hot, aber gibt bessere. Weil er ist wieder dieses, weißt du, er sieht voll gefährlich aus, der hat Tattoos so am Kopf. Aber ist für seine Freundin da. Weißt du, ich meine? Ich mag das halt voll gerne, so weicher Kern, aber so krass nach außen. Weiß nicht. Was? Also, ich. Dieser Zopf, also ich weiß nicht, der Look oben, ich würde als erstes mal mit ihm zum Friseur gehen. Wobei dieses Tattoo auf dem Schädel, das ist doch eher, ne? Ja, das sieht doch gut aus. Ja, aber ich weiß, ich finde dieser Zopf ist, putz me off. Ich würde ihm dabei die Haare abschneiden. Oder am Zöpfchen halten. Yes. Und dann so. Auch hot, stimmt. Flip, wir starten und, okay. Erst halten und dann abschneiden. Ja. Und dann, wenn er sauer ist, kann er seinen Wut an mir abreagieren. Oh, ja. Haruka von Sailor Moon. Gender Breaking Queen mochte ihre Rolle. Ich finde es schade, dass wir in der deutschen Version die Cousine-Variante bekommen haben. So schrecklich. Aber leider holt sie mich optisch nicht ab. Erster Crush, weiblicher Crush, ich habe es damals nicht gecheckt, weil ich dachte erst, sie ist ein Dude und dann war sie ein Girl und es war so, oh, warum gefällt mir das noch besser als der Dude? Also erste Verwirrung ist gestartet mit Haruka. Ich finde sie in Kombination mit Chiro absolut hot. Die beiden zusammen sind super hot, meiner Meinung nach. Aber ich fühle, was du sagst. Deswegen würde ich sie zu toller Charakter aber hot Fragezeichen machen. Wenn es aber als Couple zusammen hot, 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 hot. Wir haben hier Yami Yugi. Ich würde ihn so, nee, einfach nee. Ich weiß nicht, er kann cool Karten spielen und ich wäre sein Fan und würde sagen, yeah, schwarze Magie, dunkle Magie, Aber der ist null hot. Seine Hose, die sieht aus, als ob sie Leder wäre mit Schlag aber. Dann hat er so Trainingsschuhe an. Dann das Fett, die fette Kette mit so einem richtig großen, weißt du, so eine Pyramide, weiß ich nicht. Und die Haare, absolutes No-Go. Nee. Es gibt so eine komische Sache in mir, weil er halt so krass ist in dem, was er tut. Er ist so der Boss bei allem, aber er ist trotzdem so ein bisschen so Twink von seinem Körper und irgendwie weckt das in mir so ein bisschen so Dom-Top will ich bei ihm sein irgendwie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, währenddessen liegt er die Karten. Weil er sieht auch aus, als wäre er so into King. Ja, mit seiner, das stimmt. Er hat so dieses Lederhalsband, diese Kette. Die Hose. So wilder Style. Ja, voll. Sein T-Shirt also, ist, ja, das stimmt. Optisch an sich, nee, einfach nee packen. Wir haben Sun. Oh nein, warum fängst du so an? Halt, stopp! Jetzt reicht es! Sun ist doch... Sie ist bei Wölfen groß geworden. Was will man Hotteres? Sie schmiert sich Blut ins Gesicht. Hä? Also, guck sie dir doch an. Das Ding ist, alles, was du gesagt hast, und ich habe den Film auch wirklich schon oft gesehen, ja, alles ja, weiß nicht. Es ist keine rationale Begründung, eher eine emotionale. Und bei mir geht der Funke irgendwie nicht los bei ihr. Also, ich würde sie schon zu schon hot, mindestens. Ihr Bruder ist ein Wolf. Also, ich weiß, das ist ein Argument für mich. Wie cool ist das? Sie ist tierlieb. Weißt du, sie setzt sich für eine... Die ist eine Peterkämpferin. Die würde in der ersten Reihe stehen und auf eine Fleischkonzern Steine schmeißen. Das stimmt. Das ist sie. Und dann denke ich mir so, ja, Mann. Aktiviert das deine, you know? Ja.
Dann let's go. Und ich glaube, hier haben wir jemanden für dich, der hot ist. Ich habe extra ein Bild, wo er... Ja. Nein, du findest von Goku nicht hot? Doch. Ich gucke mir diesen Arc richtig gerne an und ich glaube, mein jüngeres Selbst wäre bei ihm hot geworden. Mhm. Ich finde, er könnte ein bisschen smarter... Ja, ich finde... ...sein in dem, was er sagt. Ich finde Goku nicht hot. Ich finde, ich mag ihn echt gerne, aber er wirkt echt dumm. Man muss es, glaube ich, im Kontext der Zeit sehen, weil damals diese Art von so super naiv und ein bisschen dumm sein einfach dieser Anime-Typ war, aber er in anderen Situationen nicht so dumm ist. Also ich meine, er muss ja ein Level haben, dass er Charaktere oder also Gegner einschätzen kann, dass er versteht, wie die kämpfen, worauf die zielen, so weißt du, dass er schon ein Verständnis hat, so wie löst er ein Problem. Also er ist nicht dumm, aber dann ist halt so... ja, ich habe mich mit dir verlobt und was ist denn Hochzeit? Ist das was zu essen? Und du bist so, bra. Aber ich finde einfach, weiß nicht, sein Herz und sein Körper, beides hot. Aber ich kann ihn nicht zu Flamme, also sag mal, wiederhole ich Flamme, zur obersten Kategorie, da, weil da fühle ich ihn irgendwie, ja. Da gibt es heißere Charaktere. Na gut. Deal? Ja. Okay. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu deinem, ich dachte schon, bei Son Goku wäre es dein... Ultimo. Ja, du hast mich aufgehalten. Entschuldigung. Was soll ich machen? Bei Tai ist so, ich finde ihn schon hot. Mhm. Der gefällt mir mega vom Look. Er hat auch diese auffällige Stachelfrisur, aber nicht zu dem Extent wie Yugi. Ja. So, weißt du, er sieht trotzdem cool aus und ich finde, er hat so eine geile Stimme auch. Ey, bei mir geht's irgendwie immer darüber, aber ich liebe seine Synchro. Was für ihn auch spricht, er ist ja, es ist zwar kein Tier, aber er ist dann bestimmt auch tierlieb. Er kümmert sich um seine Freunde und Freunden. Das ist ja schon und so. Seine Schwester. Ja, das mit seiner Schwester finde ich auch richtig süß. Also er ist ein großer Bruder, ein guter großer Bruder. Ich glaube, er ist charakterlich auch gut. Ich glaube, ich würde ihn zu schon hot, aber gibt bessere noch machen. Okay, aber dann ganz vorne. Der ist hotter als Darby, finde ich. Wir haben hier Guts. Von seinem Aussehen und wie ich ihn im ersten Film gesehen habe, würde ich ihn, glaube ich, sogar zu hot machen. Mhm. Er ist so breit und ich denke mir so, let's go, hot. Es gibt irgendwie in dem Film zumindest so eine Stelle, wo er mit diesem anderen kämpft, mit diesem Griffith, Weißhaarigen. Ja. Und wo er irgendwie sagt so, ja, wenn du mich besiegst, dann, weiß nicht, was willst du? Meine Loyalität oder mein Arsch? Du kannst beides haben. Und ich war so hot. Okay, fühle ich. Ja. Ich finde, ich fand, als ich ihn zuerst gesehen habe, ich mochte die Frisur nicht, weil er hat mich so ein bisschen an Bill von Tokyo Hotel erinnert. Weißt du, vorne runter und hinten so ein bisschen hoch. Das mochte ich nicht. Mm. Aber ich finde ihn auch hot. Ich finde Guts auch sehr hot. Hallo Janice, ich bin total krank und habe mir einen Kamillentee gemacht und dann höre ich einfach von einer Freundin, dass Kamillentee abführend wirken kann, wenn man viel davon trinkt. Ja, jetzt ist mein Plan für die nächsten Tage, um diese Erkältung auszusitzen, hinüber. Mal gucken, vielleicht trinke ich lieber Salbeitee ab sofort.